Stellt euch vor, Kylian Mbappé, einer der Superstars des modernen Fußballs, wacht eines Morgens nicht im heimischen Paris, sondern im sächsischen Erzgebirge auf. Millionenverträge und luxuriöse Spielerberater sind hier Geschichte. Bei seinem neuen Verein Motor Marienberg steht jetzt ehrlicher Fußball im Mittelpunkt. Er hat dort einen Vertrag bis zu seinem Karriereende unterschrieben und hat genau eine Mission vor Augen. Er will mit Motor Marienberg wieder zurück auf die ganz große Fußballbühne. Wird er den Club mit seinen Toren bis in die Bundesliga führen oder bleibt er für immer in der Fußballprovinz gefangen? Kylian Mbappé ist nicht nur einer der besten Spieler der Welt des realen Fußballs, auch im Football Manager hat er alles, was man braucht. Die Attribute Schnelligkeit und Antritt sind beide auf dem Maximalwert 20, allein das müsste eigentlich reichen, um seine Gegner in der Sachsenliga sehr alt aussehen zu lassen. Eine Sache hat er allerdings nicht, und das ist eine lange Eingewöhnungszeit. Das erste Spiel in der Sachsenliga steht an und der Gegner ist die SG Handwerk Grabenstein. Man hat es nicht anders erwartet, aber es dauerte nicht lange, bis Mbappé zeigte, wie sehr er seinem Team weiterhelfen kann. Nach 12 Minuten findet ein erster langer Ball den Franzosen und der trifft eiskalt zum 1:0. In diesem Spiel war allerdings nicht er der beste Scorer, sondern sein Sturmpartner Pierre-Maurice Klotke. Der 27-Jährige traf viermal und legte noch einen auf, Mbappé kam am Ende auf 3 Tore und eine Vorlage. Ein 8:1 zum Einstand kann sich wirklich sehen lassen. Aber ein Spieler allein macht natürlich noch keine Aufstiegsmannschaft und das mussten auch die Fans von Motor Marienburg relativ schnell feststellen. Nach einem furiosen Saisonstart und 22 Toren des Weltmeisters innerhalb der ersten 6 Spiele fing der Motor von Marienberg an zu stottern. Die Gegner schienen sich auf den flinken Franzosen eingestellt zu haben, standen ein wenig tiefer und bekamen selbst mehr Spielanteile. Besonders die Spitzenteams der Liga, wie der Radebeuler BC und Empor Glauchau, zeigten Mbappés Marienbergern ihre Grenzen auf. Motors Sturm war mit Mbappé natürlich auf Champions-League-Niveau, die Abwehr ist aber weiterhin Sachsenliga. So waren sie zur Winterpause nicht etwa klarer Tabellenführer der höchsten Spielklasse Sachsens, sondern nur Vierter hinter Fortuna, Empor und dem Radebeuler BC. Mbappé war mit 43 Toren Top-Torjäger, die Hintermannschaft war allerdings vor dem Tabellen 18. und dem Tabellen 15. die drittschlechteste Defensive der Liga, daran wird zu arbeiten sein. In der Rückrunde machte zumindest Mbappé genau da weiter, wo er aufgehört hat, in fast jedem Spiel, in dem er auf dem Platz stand, traf er mindestens doppelt, an den letzten beiden Spieltagen sogar siebenfach. Das Saisonhighlight muss das 9:7 gegen den Radefelder SW gewesen sein, das war sicher ein guter Abend in Marienberg. Aber für den Aufstieg reichte es trotzdem nicht, weil der Radebeuler FC eine fast makellose Saison spielte und unglaubliche 94 Punkte holte. Eine ganze Mannschaft schlägt eben auch in der Sachsenliga einen Einzelspieler. Mbappé war am Ende mit 91 Toren und 18 Torvorlagen der erwartete MVP der Sachsenliga. Das war aber natürlich erst der Anfang. Sein Ziel ist natürlich der Aufstieg in die Oberliga und der muss schnell kommen. Er ist 25 Jahre alt und hätte damit noch etwa 10 Jahre, um wieder in die größten Fußballstadien der Welt zurückzukehren. In einem ähnlichen Experiment habe ich Haaland ins Saarland gesteckt. Haalands Leistung in diesem Video hier wird ein zusätzlicher Ansporn sein. In Saison 2 also sollte das Projekt Oberliga realisiert werden. Für dieses Vorhaben verpflichteten die Marienberger einen ganzen Haufen neuer Spieler, nur um mit einem Unentschieden gegen Rapid Chemnitz zu starten. War all der Aufwand im Transferfenster und der Vorbereitung umsonst? Nein. Nach dem Unentschieden in Chemnitz folgte ein 7:2 im heimischen Lautengrundstadion. 280 Zuschauer bestaunten 4 Mbappé-Tore und den ersten Saisonsieg. Von da an ließen sie nichts mehr anbrennen. Ein Sieg folgte auf den nächsten. Die erste Niederlage mussten die Marienberger dann im Sachsenpokal gegen den FSV Zwickau und damit gegen ein echtes Schwergewicht des Bundeslands einstecken. Aber das brachte Marienberg nicht aus der Ruhe. Sie verloren die gesamte Saison über nur ein Ligaspiel, auswärts bei Pirna Kopitz, und stiegen mit einem 25-Punkte-Abstand in die Oberliga auf. Mbappé holte dabei mit 87 Toren und 14 Torvorlagen wieder über 100 Scorer und war auf dem besten Weg, eine Marienberg-Legende zu werden. Für die neue Oberliga-Saison holte man sich mit Kehr, Müller und Löhmannsröben 3 Spieler mit Zweitliga-Erfahrung in den Kader, sie traten aber weiterhin in einem 5-3-2 auf. Mbappé verpasste den Saisonstart aufgrund einer Hüftverletzung und auch sonst war es gesundheitlich ein schwieriges Jahr für den Franzosen. Einige Muskelverletzungen bremsten ihn immer wieder aus, was sich aber nicht aufs Team übertrug. In den ersten Spielen ohne ihren Superstar verloren sie nur einmal gegen Wismut Gera, mit Mbappés Rückkehr fielen dann aber wieder mehr Tore für Marienberg. Nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal lief es diese Saison richtig gut, sodass sie sogar bis ins Pokalfinale kamen. Dort scheiterten sie dann mit 0:2 in Chemnitz, eine ziemliche Enttäuschung, die aber vom Ligaerfolg komplett überlagert wurde. Am Ende des Jahres war es erneut nicht knapp, Marienberg marschierte direkt durch und gewann die Oberliga. Nächstes Jahr spielen sie also in der Regionalliga Nordost, Mbappés Traum von der Bundesliga wird damit immer realistischer. Er traf in dieser Saison nur 36 Mal. Auch finanziell geht es dem sächsischen Dorfverein immer besser. Am Ende der Saison 24-25 lag schon knapp eine Dreiviertelmillion auf dem Konto, für die Regionalliga-Saison könnte also gut eingekauft werden. Trotz gut gefülltem Konto backte man in Marienburg nach dem Aufstieg weiterhin kleine Brötchen. Es wurde kein Geld ausgegeben, um neue Spieler zu holen, jeder Transfer war ablösefrei. In Marienberg bleibt man am Boden und das zahlte sich wieder aus.
Es wurde zwar verglichen mit den letzten 3 Jahren eine schwierige Saison, hier hatte man aber auch Gegner wie Rot-Weiß Erfurt, Karlsruhe Jena oder auch den BFC Dynamo und damit Clubs, die sich national und teilweise sogar international schon einen Namen gemacht haben. Aber auch hier gewann sie die Mehrzahl ihrer Spiele, Mbappé nahm aber eine immer unscheinbare Rolle ein. Er traf zwar viel, aber die Zeiten der Saisons, in denen er 6 Tore pro Spiel machte, die waren vorbei. Auch in diesem Jahr war unser Franzose vom Verletzungspech verfolgt, Sachsen scheint mir nicht gut zu tun, er brach sich im Januar den Arm und fiel damit knappe 2 Monate aus. Dank eines richtig guten Schlussspurts wurden die Marienberger dennoch Fünfter und schlossen damit vor einigen großen Namen des Ostfußballs ab. Mbappé war mittlerweile übrigens zu einer Vereinsikone geworden, das reichte ihm aber natürlich bei weitem noch nicht. Mit seinen 27 Jahren war er im besten Fußballeralter, der nächste Aufstieg muss bald kommen. Dazu braucht er aber nicht nur seine eigenen Fähigkeiten, in der Regionalliga ist eine gute Mannschaft nötig, um wirklich um den Aufstieg mitspielen zu können. Er braucht also gute Mitspieler. Investiert Marienburg in der nächsten Saison endlich ein wenig Geld, um den Kader zu verstärken? Kurz, nein. Es wurden wieder einige Spieler geholt, man blieb aber dabei, sich nur um ablösefreie Deals zu bemühen. Was sich allerdings wie ein Neuzugang anfühlte, war der verletzungsfreie, fitte und motivierte Captain der Mannschaft. Mbappé brauchte dieses Jahr zwar ein wenig, um reinzukommen, als er aber endlich in die Spur fand, lief's. Besonders in der Rückrunde spielten sie furios und so holten sie sich einen Platz ganz oben in der Tabelle. Und mit ganz oben meine ich tatsächlich den ersten Tabellenplatz, das würde den direkten Aufstieg bedeuten. Aber noch ist die Saison nicht vorbei, 2 Spiele fehlten noch und sowohl Chemie Leipzig als auch Rot-Weiß Erfurt waren dicht auf den Fersen. Mit 2 Siegen sind sie quasi sicher aufgestiegen, zunächst kommt der Berliner FC Preußen nach Marienberg und unterliegt dort mit 1:3. Die Saisonentscheidung wird also am letzten Spieltag in Babelsberg gefällt. Damit hatten sie einen richtig schweren Gegner vor der Brust, aber nach 5 Minuten stand es schon 1:0. Mbappé verwandelte die schöne Vorlage von Kehr, nach 22 Minuten gab es einen Elfmeter und auch hier blieb der französische Nationalspieler ruhig. Den Hattrick schnürte er dann nach 46 Minuten und nach 51 stand sein Name 4-mal auf der Anzeigetafel. Damit war er der Marienberger Held, eine ganze Region bejubelt Mbappé. Marienberg spielt damit tatsächlich nächste Saison 3. Liga, der Traum von der Bundesliga lebt weiter. 29 Tore machte er in der Aufstiegssaison, in Liga 3 wird es nicht unbedingt leichter werden. Würde man zumindest denken. Wir gehen direkt ans Ende der Saison und schauen auf die Torschützenliste. 38 Tore für Mbappé. Damit war das seine beste Saison seit der Oberliga in 2025, aber hat es zum Aufstieg gereicht? So schnell geht's dann doch noch nicht. Die Saison war eine ziemliche One-Man-Show. Von den 55 Toren erzielte Mbappé, wie gesagt, 39, aber die Defensive stand wirklich nicht gut. Dort müssen sie im Sommer nachbessern. Sie sind ja mittlerweile immerhin von einem semiprofessionellen zu einem professionellen Verein geworden. Das bedeutet auch, dass Mbappé und seine Mannschaftskameraden mittlerweile jeden Tag statt nur 2 bis 3 Mal pro Woche zum Training kommen müssen. Mbappé ist mittlerweile übrigens zur alleinigen Vereinslegende aufgestiegen. Man rechnet ihm seine Verdienste jetzt schon hoch an und hat sicher einige Statuen des Franzosen in der Stadt aufgestellt. Der Trainer des Teams, Marcel Adelfinger, ist zwar auch seit dem Start des Experiments dabei, ihm fällt dabei aber nicht annähernd so viel Liebe zu wie Mbappé. Das führt dann auch dazu, dass der Coach ausgetauscht wird. Adelfinger raus, Dennis Diekmeyer rein. Eine prestigeträchtige Besetzung des Trainerstuhls. Der mittlerweile 39-Jährige hat zuvor schon Sandhausen und Uerdingen trainiert, er bringt also schon ein wenig Erfahrung mit. Auf dem Transfermarkt agiert man aber weiterhin sparsam. Nur 27.000 Euro wurden ausgegeben, daraus spricht keine klare Aufstiegsambition. Aber sie spielen dieses Mal oben mit. Mbappé schien, je älter er wurde, immer besser zu werden. In seiner 2. Drittligasaison traf der mittlerweile 30-Jährige wahnsinnige 45 Mal. Aber wieder reichte es nicht. Es wurde knapp, aber am Ende fehlten 5 Punkte zum Erreichen der Relegation. So langsam wurde es Zeit mit dem Aufstieg. Mbappé ist weiterhin einer der schnellsten Spieler der Welt, aber aus 2x20 wurden mittlerweile 2x19. Weiter geht's in die Saison 29-30 und wieder wurde nur wenig Geld ausgegeben. Man vertraute also weiterhin auf das Können des Weltmeisters von 2018. Das war in der Vergangenheit ja ein absolutes Erfolgsrezept. Warum also was ändern? Denn auch in diesem Jahr wurde er besser und traf nicht nur 45 Mal wie letztes Jahr, sondern insgesamt 46 Mal. Dennis Diekmeyer wusste, Mbappé in einem 4-4-2 gekonnt einzusetzen, gewann dadurch erstmals den Sachsenpokal und stieg tatsächlich mit großem Abstand gemeinsam mit Heidenheim und Osnabrück auf. Marienberg spielt 2. Liga und ein paar Jahre hat Mbappé noch. An Motivation mangelte es ihm sicher nicht, sein großes Ziel ist er jetzt so nah, wie es nur geht. Es fehlte eine gute Zweitligasaison und Marienberg hätte es tatsächlich geschafft. Aber eine gute Zweitligasaison muss man erstmal spielen, denn diese Liga mit Vereinen wie Union Berlin, Mainz oder Werder Bremen hat es richtig in sich. Erneut wurde kaum Geld ausgegeben, die Marienberger agierten beeindruckend nachhaltig, wenn man es positiv ausdrücken will.
Ihre Spiele trugen sie mittlerweile übrigens in Chemnitz aus, da das Lautengrundstadion den immer höher werdenden Ansprüchen nicht mehr genügte. Das hier war nun also die Mannschaft, die in der zweiten Liga aufs Feld geschickt wurde. Im Tor wurde mit Gersbeck schlagkräftige Verstärkung geholt und Lucas Cupado sollte Mbappés neuer Sturmpartner werden. In dieser Liga waren die Marienberger dann das erste Mal überfordert. Das erste Spiel im prestigeträchtigen Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden gewannen sie zwar, daran wird man sich noch lange erinnern, aber dann wurde es schwer. Ein 0:4 gegen St. Pauli, 2:5 gegen Mainz oder ein 0:3 gegen Regensburg waren nur drei der Spiele, in denen die Sachsen Lehrgeld zahlten. Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und wo Licht ist, ist Mbappé. Trotzdem die Mannschaft hoffnungslos unterlegen war, performte er. Er traf zwar keine 46 und auch keine 30 Mal, aber es reichte, um den Klassenerhalt zu sichern. 8 Punkte vor dem Relegationsplatz liefen sie ein. Wenn wir eins aus den letzten Saisons gelernt haben, dann, dass die Marienberger sich Saison für Saison steigern. Gilt das auch hier? Nicht wirklich. In der nächsten Saison wurde es ein Kampf. Nachdem Diekmeyer letztes Jahr zurückgetreten war, um bei Holstein Kiel anzuheuern, lief es bei Marienberg nicht mehr. Dazu kam, dass der langsam alternde Mbappé nicht mehr verletzungsfrei blieb und einige Spiele verpasste. Sie spielten eine schwache Saison. Zu schwach. Am Ende reichten 24 Punkte nur zum 18. Platz und sie stiegen in die dritte Liga ab. War das schon unsere Geschichte? Endet der Traum von der Bundesliga-Torschützenkanone hier in der dritten Liga? Die Jahre zogen nun immer schneller ins Land und der Franzose wurde älter. Die Schnelligkeit, die ihn mal weltberühmt machte, wich langsam einer immer höheren Verletzungsanfälligkeit und Moto Marienberg, die gerade in ihr nagelneues Stadion gezogen sind, tat das nicht gut. Bis 2044 wurden 7 Trainer entlassen und in der dritten Liga spielt man mittlerweile auch nicht mehr. Das Konto ist im Minus. Moto Marienberg war tatsächlich wieder dort angekommen, wo sie einst herkam. In der Sachsenliga. Der mittlerweile 45-jährige Mbappé spielt immer noch in der ersten Mannschaft. Letztes Jahr schoss er 7 Tore. Das war's mit unserer Geschichte. Da diese Videos mit ziemlich viel Aufwand verbunden sind, lasst doch gerne einfach mal ein Like da. Wenn ihr das Video von Haaland im Saarland noch nicht kennt, dann klickt doch mal hier. Oder schaut hier, wenn euch interessiert, wie die österreichische Nationalmannschaft in der Bundesliga abschneiden würde. Viel Spaß damit und bis bald.